Zu Beginn des Films lernen wir die Krankenschwester Gwen kennen, die die Station einer älteren Patientin betritt. Die verängstigte Frau freut sich, die Heldin zu sehen und bittet darum, sie mit nach Hause zu nehmen. Plötzlich beginnt die Patientin zu ersticken und bittet darum, die Luftzufuhr zu erhöhen. Gwen tut jedoch genau das Gegenteil und sieht sich das Leiden der Frau mit einem Lächeln an. Durch Wiederbelebungsmaßnahmen kommt die Patientin wieder zu sich, aber die Heldin ist davon überhaupt nicht berührt. Die Handlung verlagert sich in das elitäre und gut ausgestattete Haus eines jungen Paares. Tad, der sich auf die Arbeit vorbereitet, schaut in die Küche und sieht, dass seine Frau Myra appetitliche Pfannkuchen zubereitet. Obwohl das Ehepaar das Kochen aufgegeben hat, will die Frau ihren Mann und ihren Sohn weiterhin mit liebevoll zubereiteten Speisen erfreuen. Unerwartet taucht ihr Sohn Max, der sich auf Krücken fortbewegt, in der Küche auf. Myra bittet ihn, vorsichtig zu sein, aber der Junge antwortet, dass er aufstehen kann, wenn er fällt. Max kommt zu seinem Kindermädchen Gwen und ist sehr froh, sie zu sehen. Das Mädchen entschuldigt sich bei dem Jungen für ihre Abwesenheit und sagt, dass sie eine Freundin besuchen musste. Die Familie frühstückt gemeinsam mit dem Kindermädchen. Myra erklärt ihrem Sohn, dass er Pfannkuchen essen kann, da sie aus glutenfreiem Mehl gemacht sind. Außerdem verrät die Frau, dass Dr. Keller wegen eines neuen Medikaments für Max angerufen hat. Währenddessen unterhält sich Tad sehr nett mit Gwen und nennt sie scherzhaft die Frau seiner Träume. Plötzlich erinnert sich der Mann daran, dass er um 9 Uhr ein wichtiges Treffen mit Investoren hat und er muss sich beeilen. Das Kindermädchen sieht missmutig zu, wie Tad sich von seiner Frau verabschiedet. Am Nachmittag bekommt Myra Besuch von ihrer Freundin Karen. Die Frau erzählt ihr, dass Gwen sich gut mit ihrem Sohn versteht und manchmal hat sie das Gefühl, dass sie sich zu gut verstanden hat. Myra fühlt sich wie eine schlechte Mutter und sie hat das Gefühl, dass ihr Kindermädchen sie vorwurfsvoll ansieht. Dennoch lehnt sie Karens Angebot ab, eine neue Betreuerin einzustellen. Ihr Gespräch wird von Gwen mitgehört. Plötzlich hört man Max draußen schreien. Myra eilt zu ihm und sieht, dass der Junge gestürzt ist und sich den Arm verletzt hat. Die Frau schreit Gwen an, aber das Kindermädchen sagt, seine Krücke sei nur gebrochen. Myra ruft Dr. Keller an, obwohl die Krankenschwester es nicht für nötig hält. Als Max erfährt, dass er Muskeldystrophie hat, wird er wütend und sagt, das stimme nicht, weil Gwen gesagt habe, er sei nicht krank. Myra ist wieder wütend auf das Kindermädchen und bittet sie, ihren Sohn nicht in die Irre zu führen. Am Abend entschuldigt sich die Frau bei Gwen für ihr Verhalten. Die Heldin bittet sie, sich keine Sorgen zu machen, denn sie weiß, dass der Fehler in der Angst um ihr Kind liegt. Als Gwen sieht, wie schlecht es Myra geht, bietet sie ihr an, einen heilenden Tee zu kochen und das Abendessen zuzubereiten. Am nächsten Tag trifft sich die Frau mit den Eltern von Kindern mit Muskeldystrophie. Myra erzählt ihnen, dass sie sich große Sorgen um Max macht und sich wie eine schlechte Mutter fühlt. Zu Hause trifft die Frau auf Gwen, die ihr einen heißen Tee bringt. Nachdem sie ihn getrunken hat, schläft Myra ein und das Kindermädchen trifft Dr. Keller, der gekommen ist, um das Kind zu sehen. Die Frau sagt, sie habe neue Krücken für Max mitgebracht und ist sehr überrascht, als sie feststellt, dass sowohl er als auch seine Mutter eingeschlafen sind. Das Gesicht von Gwen kommt Dr. Keller sehr bekannt vor, aber sie kann sich nicht erinnern, wo sie sie schon einmal gesehen hat. Am Abend geht die Heldin eine Frau besuchen. Gwen sagt, dass sie sich daran erinnert, wo sie sich kennengelernt haben und injiziert Dr. Keller plötzlich eine seltsame Droge. Die Heldin verrät, dass sie sich im Krankenhaus gesehen haben, als sie versuchte, einen älteren Patienten zu vernichten. Auf die Frage von Dr. Keller, warum sie angegriffen hat, antwortet Gwen, dass es ihr ein Gefühl der Überlegenheit gibt. Die Pflegerin will nicht, dass sich jemand zwischen sie und ihre Familie stellt, also geht sie einfach weg und überlässt Dr. Keller die letzten Momente ihres Lebens. In der Nacht erhält Myra einen Anruf von David, der ihr mitteilt, dass er sie heute bei einem Treffen der Selbsthilfegruppe gesehen hat. Der Mann erzählt, dass bei seinem Sohn dieselbe Krankheit festgestellt wurde und es sehr schwer ist, dies zu akzeptieren. Seine Hauskrankenschwester hilft ihm jedoch sehr, vor allem nach dem Tod seiner Ehefrau. David bittet Myra, sich keine Vorwürfe zu machen, da sie alles für Max tue, was sie könne. Doch die Rolle des Mannes wird in Wirklichkeit von Gwen gespielt, die im anderen Zimmer sitzt. Am nächsten Morgen kommt Karen, um die Familie zu besuchen. Sie verschüttet versehentlich Saft auf Tods Hemd. Gwen sagt, sie könne es in den Waschsalon bringen. Myra fühlt sich wegen des Wetters unwohl, also beschließt Karen, die Proben selbst aus ihrem Büro zu holen. Auf dem Weg dorthin bemerkt sie, dass Gwen an Tods Hemd schnüffelt. In der Nacht ruft Gwen erneut Myra in Davids Namen an.
Die Frau sagt, sie fühle sich seit einer Woche irgendwie komisch. Gwen rät, die Krankenschwester um Hilfe zu bitten oder eine Pause einzulegen und sich auszuruhen. Myra hört plötzlich einen etwas freimütigen Vorschlag von David und sofort erscheint die Krankenschwester in der Küche und erkundigt sich abfällig nach der neuen Bekanntschaft der Dame. Die Frau ist gerade dabei, das Geschirr abzuwaschen, als Gwen ihr plötzlich das Waschmittel aus den Händen reißt, weil es zu stark ist. Myra schreit die Krankenschwester an und beginnt sich zu entschuldigen. Gwen begegnet Tad auf der Treppe und erzählt ihm von David. Diese Geschichte beeindruckt den Mann nicht, aber die Geschichte über das Waschmittel ist beunruhigend. Beim Abschied umarmt Gwen Tad und weckt in ihm Zweifel an seiner eigenen Frau. Am Morgen kommt der Mann in die Küche und beschwert sich bei Nanny, dass Myra immer noch nicht aufgewacht ist. Gwen sagt, sie habe zwei verschiedene Frühstücke gemacht und sei dafür um 5 Uhr morgens aufgestanden. Dieses Gespräch wird von Myra gehört, die Treppe hinunterkommt. Tad bittet seine Gattin, sich mehr auszuruhen, und Gwen bringt ihr vorsichtig Tee. Am Nachmittag erhält Myra einen Anruf von Karen, die ihr für die Blumen dankt, die sie ihr geschenkt hat. Die Frau stellt jedoch fest, dass sie nicht bestellt hat. Als sie das Zimmer verlässt, bemerkt sie Gwen und stellt fest, dass es die Krankenschwester war. Myra wird plötzlich auf der Treppe ohnmächtig und bittet darum, Tad nichts davon zu erzählen. Gwen bietet ihr an, ihr Blut abzunehmen und es zur Analyse ins Krankenhaus zu bringen. Am Abend beschwert sich Myra bei David, dass die Krankenschwester nach ihrem Fehler mit dem Geschirrspülmittel nun fast alles im Haus macht. Als Tad Max ins Bett bringen will, will die Frau mitgehen, schläft aber unerwartet ein, als sie eine Nachricht öffnet, in der David als Betrüger bezeichnet wird. Am Morgen liest Tad die Nachricht und ist beunruhigt, dass seine Frau wieder den ganzen Tag schläft. Gwen beruhigt Myra und sagt ihr, dass sie nur einen weiteren freien Tag braucht. Die Frau beschließt, doch zur Arbeit zu gehen und teilt Karen mit, dass in ihrem Blut nichts gefunden wurde. Ein Freund rät ihr, einen weiteren Test zu machen, da sie eine seltsame Vorahnung hat. Myra erhält eine weitere Nachricht, in der steht, dass David ein Betrüger ist und ihr Sohn in Gefahr ist. Die Frau beschließt, sich mit Gwen über ein Treffen mit dem Fremden zu beraten und ihr Gespräch wird von Tad mitgehört. Bei dem Treffen trifft Myra den echten David, der ihr erzählt, dass er kein krankes Kind hat, sondern eine Frau, die nicht mehr zur Chemotherapie geht, wahrscheinlich wegen desselben Mannes, der jetzt in seinem Namen kommuniziert. Tad beobachtet seine Ehefrau und sieht, wie sie mit einem anderen Mann kuschelt. In der Zwischenzeit besucht Karen Gwen, die beschlossen hat, Myra die Layouts zu liefern. Als sie erfährt, dass Myra nicht zu Hause ist, beschließt ihre Freundin, sich mit der Pflegerin zu unterhalten. Karen warnt sie, dass sie sich mit ihr auseinandersetzen müsse, wenn sie die Familie trennen wolle. Als Karen gerade gehen will, betäubt die Pflegerin sie mit einer Vase und beginnt, das Haus zu reinigen. David kehrt ins Hotel zurück und wird unerbittlich von Tad verfolgt, der seine Frau des Betrugs verdächtigt. Der Mann ruft Gwen an und sagt, dass er Myra nicht mehr glaubt. Das Mädchen bittet ihn, zur Arbeit zurückzukehren und injiziert Karen das gleiche Medikament, das sie zuvor Dr. Keller injiziert hatte. Am Abend erhält Myra eine Nachricht von ihrem Mann, dass er später zurückkommen wird. Gwen nimmt heimlich das Messer vom Tisch und teilt mit, dass auch sie die Familie verlässt, um zu einem Date zu gehen. Das Mädchen kommt in Davids Haus an und sagt, dass sie diejenige war, die seine Ehefrau zerstört hat, als sie deren Betreuerin war. Der Mann ist bereit, ihr das heimzuzahlen, aber Gwen ist schneller. Als Tad nach Hause kommt, ist Myra schon längst eingeschlafen. Gwen sieht, dass der Mann getrunken hat und bietet ihm an, ihn nach oben ins Schlafzimmer zu bringen. Das Mädchen versucht, Tad zu küssen, aber der Mann stößt sie weg und sagt ihr, sie solle nach unten gehen, da sie alle Ruhe bräuchten. Am nächsten Morgen lügt Gwen Tad an, dass er ihr in der Nacht seine Liebe gestanden habe. Die Pflegerin bietet dem Mann ein Frühstück im Café an, während sie sich um Max und Myra kümmert. Währenddessen wacht die Frau wieder auf dem Sofa auf. Beim Lesen von Davids Nachrichten und der Inschrift auf dem Glas kommt Myra plötzlich der Verdacht, dass es sich um die Intrigen ihrer Krankenschwester handelt. Die Frau schüttet den Rest des Tees aus und findet seltsame Partikel darin. In Gwens Zimmer findet sie viele seltsame Präparate sowie Bücher über Medizin. Jetzt will Myra der Krankenschwester ihres Sohnes nicht mehr vertrauen, geschweige denn etwas aus ihren Händen trinken. Die Frau kehrt in Gwens Zimmer zurück und nimmt das Video als Beweismittel auf. Myra eilt daraufhin zur Polizei und ruft Tad an, der sagt, dass sie alle wegen der Pflegerin in großer Gefahr sind. Plötzlich steht Gwen vor der Tür und fragt, warum die Frau nicht im Bett ist. Myra versucht sich zu erklären, als sie plötzlich rote Flecken auf der Wange der Pflegerin bemerkt.
Die Frau versucht zu fliehen, aber Gwen erpresst sie, indem sie ihr sagt, dass sie Max hat. Myra erklärt sich bereit, ihren Sohn mit einem Pfleger zu besuchen und hofft, dass ihr Mann ihre Worte ernst genommen hat und ihnen helfen kann. Gwen schwört, dass es dem Jungen gut geht und sie ihm nicht wehtun würde. Auf dem Weg dorthin erzählt ihr die Krankenschwester, dass sie schon viele Familien betreut hat, aber erst mit Tat und Max hat sie gemerkt, dass sie ihr Zuhause gefunden hat. Myra hingegen habe die Familie vernachlässigt, ihren Sohn vernachlässigt und nachts einem anderen Mann eine SMS geschrieben. Unterdessen kommt Tat nach Hause und findet das Telefon seiner Frau, in dem sie Gwen beschuldigt und Beweise vorlegt. Dort angekommen, offenbart die Pflegerin, dass sie Dr. Keller, Karen und David massakriert hat, nur um die Familie zu schützen, aber Myra wäre zu so etwas nie in der Lage gewesen. Die Frau macht sich auf die Suche nach Max, stellt aber fest, dass er nicht im Haus ist. Lachend sagt Gwen ihr, dass sie die Frau getäuscht hat, ihr Sohn ist immer noch in der Physiotherapie, wo er sein sollte. Das Kindermädchen ist bereit, es so aussehen zu lassen, als hätte Myra David zerstört, indem sie sich mit ihm im Motel gestritten hat. Gwen denkt sich eine ganze Geschichte aus, an deren Ende die Frau beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen, denn das wird sie der Polizei erzählen, damit sie immer bei Max und Tat sein kann. Die Krankenschwester ist sich sicher, dass Myra es gehasst hat, mit ihrem Sohn zu Hause zu bleiben, sodass sie die beste Mutter für den Jungen werden wird. Die Frau merkt, dass sie einer Verrückten in die Hände gefallen ist und versucht zu fliehen. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen dem Kindermädchen und Myra. Die Frau hört nicht auf zu kämpfen und betäubt Gwen mit einem Teekessel. Weinend rennt sie aus dem Haus und geht zu Max und Tat. Nach einiger Zeit verbringt die Familie eine wunderbare Zeit miteinander. Max sagt, er sei froh, dass seine Mutter weniger schläft und das Leben mehr genießt. Dies ist das Ende des Films. Danke, dass ihr euch den Film bis zum Ende angesehen habt. Gebt diesem Video ein Like. Schreibt in die Kommentare, was ihr über diesen Film denkt, und wir sehen uns in neuen Videos.